Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und ja, wir holen jetzt mal den Segen von Kynaret. Boah. In Falkenring, ich meine, wo sonst? Das ist. Natürlich sind wir alleine. Ach nee, doch nicht. Ist das richtig hier? Ich denke fast ja. Was ist das denn? Ein wilder Hirsch. Noch ein wilder Hirsch. Geistfields Camp. Eine Bergblume. Aha. She was right there in front of me. I begged if to give me courage and still it wasn't enough. God's forgive me. I couldn't do it. Even if it had to be done. I don't care what she's become. It's not fair to ask a child to slay her own mother. What are you doing here? Es tut mir natürlich leid. Last time I checked, you didn't own this forest. Nein. Who are you talking to? Never mind it. What happened with your mother? I was supposed to slay her. The hunters, they said she was killing their own. You can talk to me. Tell me what happened. It was easy for me to track the blood. There was so much of it. And the forest was so angry. I could hear the insects beat their wings like a thousand tiny drums. When I reached the barrow, I saw something. It was bigger than any creature I'd ever seen. I managed to wound it, but when it came time for the killing blow, I couldn't. Somehow, I knew it was still her. So I ran. When I returned, the hunters stormed off into the woods to finish the job. I don't know what they expected of me. I couldn't hurt her. How could anyone? Then why did you agree to it? I had to. She was my responsibility. But I couldn't. The hunters, the gods, they gave me a chance to make things right. And I failed them. Do you think she's dead? There's still hope. Let me see what I can find out. Where is this barrow? The roadside ruins. That's where I dropped my bow. If you find it, I'd like it back. But if you forgive me, I pray you don't find anything else. Natürlich mache ich das. Das ist ja keine Frage. Was ist denn das? Nein. Was? Ach da, hier. Da. Optional. Das heißt, erstmal die Way of Nine wegmachen. Dahin. Ich werde wieder korrigieren. Keine Sorge. Na toll, da war noch mehr. Ich werde wiederkehren. Es ist ein Schicksal, aber hoffen wir mal, dass die Mutter noch lebt. Nicht wahr? Unsere besten Wünsche gehen an sie. Aber hier sind so viele Blumen. Das mag ich sehr. Disteln und Pilze. Rotinapella. Und noch mehr Blumen. Ein Jäger. Hunters Journal. Gemüse suchen wir alles nicht wichtig.
Oh mein Gott, von was wurde das Ding der zerfleischt? Sieht aus wie ein Mensch, aber irgendwie. Ha. Stimmt da drin. This is not crazy. Whatever you want to call it, that's probably what it is. A lot of the hunters are spooked. This ain't some normal prey. We don't even know if it bleeds. All we know is it lays behind a pile of bones. No one said a peep when that wood elf showed up following the same blood trail. If I had my way, I would have shot her between the eyes right then. Ain't no coincidence. She showed up around the same time as all the murders. I would bet all on my toes it was her. Might as well wager them before she bloody eats them. Then she offers to hunt down the beast herself. Said it was her duty, and we agreed. Cowards. Every one of us, me included. Not as a surprise at all that she comes back and tells us the beast still lives. She says she wounded it. Tell us the thing bleeds. This is all Hunter News needs to know. Of course. That also makes it the perfect lure. I'm telling you, it is a wood elf, and I will go to Sovngarde, cursing her name. Oh man, das muss ja wirklich ein gefährliches Ding sein. Die sind alle irgendwie. Schön ist, dass ich in den Kampf gegen das Ding antreten werde, befürchte ich. Nachts. Das ist ja nur ein Setzling oder wie die Dinger heißen. Hi. 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 Wo bist du hin? Haifischfilet. Oh doch, die Fallwurzel. Ich dachte schon, da wäre nichts mehr. Was ist denn in der Truhe? Goldkräftige Magiker. Huch. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Danke. Die Leute sagen, Himmelswand sei ein Bandit. Gold, ein Starstreitkolben. Gosriel's Bow. Ob irgendjemand davon. Nein, das ist weder die Mutter. Ah, das auch nicht, okay. Hey, aufpassen! Ja. Natürlich. Ich immer. Oh. Die sehen so klein aus, dass ich die dachte gar nicht mitnehmen könnte. Aber da habe ich mich getäuscht. Eine Distel. Ich muss diese ganzen Blumen einsammeln, ne? Ich habe nachher wieder so übertrieben viele Bergblumen. Womit ich nichts anfangen kann, außer Tränke zu machen, wodurch ich wieder reich werde. Selbst mit Cutthroat Merchants. Die mir den Hals abschneiden. Glasriel, ich hab deinen Bogen. My bow. You found it. And my mother? Hab ich nicht gefunden. No trace of her. Well, unless you count all the blood and gore. She must have fled. One of the hunters wasn't consumed. That most likely, given what I saw. Nein. She must have flew. One of the hunters wasn't consumed. Do you think she's safe? Listen to me. Worried about her when so many are dead. If you forgive me. You mentioned the bow was important to you. When my mother lived in Baelwood, she came across an old tree that made for the perfect home. If not for a single wayward limb.
traveling outsider offered to cut it down, and from the wood he fashioned a bow. Together they would later form a village. Mm. It wasn't the best wood, and it isn't much of a bow, but for Mother, it was a piece of home. For me, this bow is a piece of her. I thank you for returning it. If there's anything you need, I will do my best to help. I need your assistance in a trial of the gods. Just do exactly as I say from here on put out and I might consider the debt paid. It's complicated, but I need your spirit to help me learn a master technique now. I need your assistance in a trial of the gods. Then this truly must be fate for you to bring me this bow. I will do as you ask. I require Kunaret's blessing. As a city elf, this feels a bit odd, but I give you her blessing, and mine. Vielen Dank. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Okay. Das ist ja schön. Ach ja, diese Gespräche immer, ne? So, ich sammle noch gerade kurz die örtlichen wenigen Zutaten ein. Und dann bin ich auch gleich schon wieder weg. Oh Gott, ist das schön. Ist das dann eine ewig grüne Hai? Was? Huch! Na, ewig grün, ewig tot wohl eher. Dabei habe ich doch gerade noch Kynarets Segen bekommen. Sterbe ich wenigstens gesegnet. Ja. Oh ja, hier ist so viel. Und so viele Insekten wieder. Was jetzt ziemlich wichtig ist. Ich kann daraus echt so eine Milliarde Tränke schon machen. Das war bestimmt mal eine Tempelanlage, die nicht durchflutet war. Irgendwann. Ja. Man kann die Dinger ja auch irgendwie mit Schwertern oder so fangen. Weiß ich nicht genau, wie man das macht. Außerdem ist das doch viel zu schwer. Wieso können wir hier einfach so lang laufen? Ah ja, so viel dazu. Ey, er heilt sich wieder. Leute. Hauptsache mit Feuer und Wasser kämpfen. Ist ja alles, was man will. Oh. Nur kurz. Pfahlwurzeln. Ein Buch. Was ich bestimmt noch nie gelesen habe. Ach du Scheiße, sind hier viele Insekten. Es ist ein wunderschöner Ort. Jake, ich liebe dich. Du könntest jetzt eine Szene hier in einem Film sein. Da würden sie dann hier sitzen und keine Ahnung, irgendwas machen. Nackt im See schwimmen, keine Ahnung. Hey. Hey! Ich seh dich noch. Leute, warum so viele? Warum so viele? Das ist fies.
Ein D3-Herz. Ach, gucke. Nur ein Wort. Oh, die schwarze Gruppe ist eigentlich auch immer gut. Ist hier irgendwas? Scheint nicht so. Natürlich sind hier noch mehr. Das ist unglaublich. Unglaublich. So. Reicht jetzt, ne? Wenn ich normal einsammle, dann bin ich bald über dem Gewicht. The Way of Nine. So, es geht weiter. Assistant Vigilant of Stendar. Ja, dann reisen wir mal zum Ständer. Hier hinten ab der Sky Shadows Crypt. Ist das nicht sogar der Ort, wo wir gestartet sind? Ich glaube ja. Ach ja. Autsch. Mikrofon ist doch... Eieiei, ist das ein Schneesturm. Natürlich bin ich sehr hungrig und sehr durstig. Verdammt. Sehr hungrig. So, wenn ich jetzt einen Apfelkuchen esse... Immer noch? Nur hungrig, okay. Dann esse ich halt noch einen. Dann dürfte ich ja nur noch einfach hungrig sein. Ist so einfach... Doppelbindungsfettsäuren. Okay, was haben wir da? Ein brennendes Haus. Na toll. Wieder irgendein Geheimnis, was ich hier lüfte, oder was? Okay. Der hat wohl etwas fehlgeschlagen, als Feuertronarchen beschworen. Ja, das kann schief gehen, wie wir hier sehen. Hat nicht so ganz geklappt. Oh. Hallo? Lauch. Dass die Versicherung bezahlt, wenn man der sagt, ja, mein Haus hat gebrannt. Ja, was ist denn die Ursache gewesen? Ich hab, ich wollte ein Feuertornado beschwören. Eieieiei. Nicht so hektisch hier. Jetzt ist uns alles noch in die Hose. Kann es sein, dass die gar nicht mehr so viel die Lähmung haben? Habe ich das Gefühl. Ja. Egal, aber spätestens wenn ich die neuen Waffen mache, versuche ich wieder. Ja. Bierkopf. Ach, das ist eine Tasse oder was? Oh, Bären. Die Bärenmarke. Danke. Jetzt ist der Bär jetzt tot. Und ich kann... Oh. Und... Oh, oh. Namiras Fäulnis. Diese beschworenen Pfeile überall, ne? Naja, ich mach einen Cut. Bis zur nächsten Folge.